Das ist Michael Jackson. Exklusiv. Seine Karriere, seine Leidenschaft, sein neues Album. Und die Wahrheit über seine spektakuläre Hochzeit. Michael Jackson und seine Frau Lisa Marie Presley in ihrem ersten gemeinsamen Interview. Exklusiv das Star-Magazin. Jetzt bei RTL. Exklusiv das Star-Magazin heute zu einer außergewöhnlichen Zeit mit einem ganz außergewöhnlichen Interview. Ich bin Frauke Ludowig und grüße Sie. Michael Jackson, exklusiv. Kein anderer machte eine derart ungewöhnliche Karriere. Zum ersten Mal lässt es der scheue Star zu, dass Aufnahmen aus seinem Privatleben gezeigt werden. Bilder aus seiner Kindheit, von der Hochzeit mit Lisa Marie Presley, beeindruckende Szenen aus dem Leben vom König des Pop. Michael und Lisa Marie, zum ersten Mal sprechen sie offen über ihr Intimleben, ihren Alltag, die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs. Das erste gemeinsame Interview im deutschen Fernsehen. Lisa Marie Presley und Michael Jackson, exklusiv. Diane Sawyer, hier neben mir, hat das geschafft, was Tausende von Journalisten auf der ganzen Welt jahrelang vergeblich versucht haben. Ihr ist es gelungen, Kontakt zu dem überaus scheuen Superstar aufzunehmen und ihn zu überzeugen, zum ersten Mal ganz offen über sein Privatleben zu sprechen. Diane Sawyer, sie ist Amerikas Star-Reporterin. Ein Interview mit Michael Jackson, das war die große Herausforderung ihrer Karriere. Und für Jackson war klar, wenn er sich einem Interview stellt, dann nur mit ihr. Und eines wusste er ganz genau, in diesem Gespräch geht es um viel mehr als nur um seine Popsongs. Uns erwarten keine Schmeicheleien, sondern ehrliche Antworten auf harte Fragen. Michael Jackson, schon als kleiner Junge, zieht er die Aufmerksamkeit auf sich. Mit seinen Geschwistern tingelt er durch kleine Kneipen. Der Vater, er will seine Kinder zu Stars machen, denn er stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Hier die ersten Showversuche des damals neunjährigen Michael. Doch die Jackson-Kinder zahlen einen hohen Preis für ihren Ruhm. Vater Joseph verlangt, dass sie Tag und Nacht arbeiten. Jahre später klagen die Jungen, er habe sie häufig geschlagen und immer wieder misshandelt. Der kleine Michael hat panische Angst vor seinem Übervater. Der behauptet heute, ich wusste nicht, dass Michael solche Furcht vor mir hatte. Aber selbst wenn er sich mal vor Angst übergeben musste, so schlimm kann das nicht gewesen sein. Nur auf der Bühne fühlt sich Michael schon als Kind unverwundbar und sicher vor seinem Vater. Der Junge arbeitet Tag und Nacht, will vor seinem Vater keine Fehler machen. Er studiert seine Schritte ganz genau und macht Stimmübungen, bis er fast heiser wird. Und schon damals wird eines deutlich, Michael will sich verändern. Er will besser und anders sein als die anderen. Schon bald wird er zum Star der Jackson 5. Seine Brüder hält er mit über Wasser. Der Star über seinen Auftritt in der Ed Sullivan Show 1970. Mein Vater warnte mich damals, mach bloß nichts falsch. Aber ich hatte das Gefühl, diesen Song in- und auswendig zu können. Eine Panne hätte ich irgendwie überspielen können. Schon bald merkt Michael, dass der Erfolg nicht nur schöne Seiten hat. Er ist schon damals ständig auf der Flucht vor seinen Fans. Und das merkt auch Michaels Mutter, die weiß, wie sensibel ihr kleiner Sohn auf fremde Menschen reagiert. Michael wurde auf einmal sehr still. Früher war er nie so ruhig. Ich denke, die Bühne hat ihn so verändert. Michael sagte dazu, wenn ich jeden Tag mit Menschen zusammen bin, fühle ich mich irgendwie seltsam. 1979 spricht er zum ersten Mal über diese Ängste und Gefühle. Es war ein erster Hilferuf. Mit mir reden die Menschen ganz anders, nicht so wie mit einem gewöhnlichen Nachbarn. Zum ersten Mal bemerkt Michael, die Einsamkeit ist es, die ihn glücklich macht. Viel glücklicher als die Menschenmassen. Er isoliert sich von seinen Fans und vor allem von seiner Familie.
Und das will er so. Wenn er alleine ist, dann ist er gut, dann hat er Ideen, dann schreibt er Hits. Es kommt schleichend, aber es wird immer deutlicher, Michael Jackson wird zum Einsiedler. Um die Vergangenheit vollends abzuschütteln, beginnt er damit, sein Äußeres zu verändern. Die lange Reihe der Schönheits- und plastischen Operationen beginnt. Michael Jackson inszeniert sich perfekt selbst und schlägt mit seinen Liedern alle Plattenrekorde. Michael Jackson, der Perfektionist. Er wird immer besser, weil er immer härter an sich arbeitet, merkt aber auch, dass er langsam aber sicher Sklave seiner Berühmtheit wird. Jackson zeichnet aus, dass er nicht nur ein gewöhnlicher Musiker ist, sondern dass er auch die Töne, die Geräusche, einfach jedes Detail eines Liedes selber erfinden und vor allem umsetzen kann. Computer hat er eigentlich gar nicht nötig. Ich benutze diese Rhythmusgrundlage für meine Musik und baue den Sound einfach um den Rhythmus herum, sagt er. Michael Jackson, seine Begabung reizt er bis zur Besessenheit aus. Die Karriere des Michael Jackson ist so ungewöhnlich wie keine zweite. Am Anfang seiner Laufbahn machte er niemals negative Schlagzeilen. Sein Image war blitzsauber. Aber auf einen Schlag änderte sich das. Michael Jackson, ein Kinderschänder? Ein Vorwurf, der bis heute nicht ausgeräumt wurde. Ein Vorwurf, der nicht nur seine Karriere, sondern sein ganzes Leben zerstören kann. Ab sofort will er auch zu diesen schwerwiegenden Anschuldigungen Stellung nehmen. Vor 2 Jahren bricht die Vorzeigewelt über Michael Jackson zusammen. Der Star erinnert sich. Wenn ich ein Konzert gegeben habe, da waren 100.000 Menschen mit Wunderkerzen in den Händen. Wow, das machte mein Herz glücklich. Das gab mir das Gefühl, es ist irgendwie alles in Ordnung. Ein Idol gerät in Verruf. Michael Jackson, der Kinderliebhaber. Der Mann, der den Kleinsten und den Ärmsten hilft. Der Mann, der für die Schwachen eintritt. Dieser Mann wird beschuldigt, kleine Jungen angefasst zu haben. Die Eltern eines damals 12-jährigen Jungen behaupten, ihr Sohn sei von dem Superstar verführt worden. Jackson, so die Beschuldigung, habe immer wieder mit dem Jungen in einem Bett geschlafen, er habe ihn geküsst und gestreichelt. Diese Vorwürfe schlagen in der ganzen Welt wie eine Bombe ein. Die Eltern des Jungen wenden sich an die Presse und sie verlangen von dem Superstar eine Entschädigung. Von einer Summe bis zu 20 Millionen US-Dollar ist die Rede. Der Vater des 12-Jährigen sagte damals einem Freund am Telefon, wenn ich damit durchkomme, habe ich ausgesorgt, ich werde auf keinen Fall verlieren. Wer dieses Telefongespräch veröffentlichte und wer es mitgeschnitten hat, ist nie herausgekommen. Die offensichtliche Geldgier des Vaters nutzt Jackson aber nichts. In einer Vorverhandlung glauben die Richter den Aussagen des 12-Jährigen. Nachrichtensender auf der ganzen Welt berichten über das in Verruf geratene Idol. Die Jackson-Bettgeschichte füllt monatelang Sendungen und Magazine. Die Presse macht Jagd auf den Megastar. Angestellte von Michael Jackson versuchen, Geld aus der Notsituation zu schlagen. Plötzlich behaupten immer mehr Menschen, genaue Informationen aus Jacksons Schlafzimmer zu haben. Immer neue Skandalgeschichten machen die Runde und werden weltweit verbreitet. Dieser 11-jährige Junge, Brad Brands, ist mit Michael befreundet. Ein Fernsehteam fragt, ob etwas passiert ist. Nein, weil ich auf der einen Seite des Bettes schlief und er auf der anderen und das war alles. Einige Monate später. Jackson ist in ärztlicher Behandlung. Den Druck der Anschuldigungen hält er nicht mehr aus. Er bricht seine Tournee ab, kehrt in die USA zurück, süchtig nach Schmerz- und Beruhigungsmitteln. Er stellt sich der Polizei. Kurz vor Weihnachten 1993 spricht der schwerkranke Jackson von seiner Farm im Fernsehen. Behandelt mich bitte nicht wie einen Kriminellen, denn ich bin unschuldig. Die Polizei von Los Angeles zwang mich zu einer menschenunwürdigen und beschämenden Untersuchung. Das war Anfang dieser Woche. Sie hatten ein gerichtliches Dokument, das ihnen erlaubte, jeden Teil meines Körpers, auch meinen Penis, meine Hoden, meinen Unterleib, meine Oberschenkel und jeden anderen Teil meines Körpers, wie sie wollten, zu betrachten und zu fotografieren. Einen Monat nach seinem Fernsehhilferuf stellt sich Michael Jackson am 25. Januar 1994 einer öffentlichen Gerichtsanhörung. Damit will er seine Unschuld beweisen. Doch eines ist bereits jetzt sicher: Das Saubermann-Image ist angeschlagen.
Bis heute ist nicht endgültig geklärt, ob Michael Jackson den Jungen tatsächlich angefasst hat oder nicht. Doch für viele ist klar, Jackson ist schuldig. Denn warum sollte er sonst eine hohe Summe Schweigegeld gezahlt haben? Jackson selber sieht die Zahlung aber nicht als Schuldeingeständnis an. Er will den ganzen Skandal einfach nur beenden, damit er sich nun wieder ganz auf seine Musik konzentrieren kann. Sony Studios, Los Angeles. Schon zwei Tage vorher wurden hier die strengsten Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das ganze Gebiet weiträumig abgeriegelt. Denn hier werden jetzt Michael Jackson und seine Frau Lisa Marie Presley Rede und Antwort stehen. Gleich nach der Werbung. Wenn wir den Namen Michael Jackson hören, dann haben wir unendlich viele Fragen im Kopf, die wir ihm gerne stellen würden. Doch wie ist das bei einem Megastar, wie er einer ist? Darf man da überhaupt alles fragen oder muss da vorher jedes kleinste Detail mit Reporterin Diane Sawyer abgesprochen werden? Lässt er möglicherweise Fragen zu seinem intimen Privatleben gar nicht zu? Sie werden sich wundern, er antwortet auf alles, auf jede noch so bohrende Frage. Und genauso offen ist auch seine Frau Lisa Marie Presley. In diesem einen Interview wollen sie beweisen, eigentlich sind sie ein ganz normales Paar. Well, als wir uns das erste Mal trafen, war ich 17 und sie 7 Jahre alt. Es war in Las Vegas und sie kam häufig, um sich meine Show anzusehen. Die Jackson 5 war die einzige Familienshow. Sie kam immer mit einem anderen kleinen Mädchen und setzte sich in die erste Reihe. Oft waren viele Bodyguards dabei. Hattet ihr die ganzen Jahre Kontakt zueinander? Natürlich. Und wenn sie hinter die Bühne kam, dann redeten wir miteinander. Wir haben viel miteinander geplaudert. Ich fand sie immer süßer und hoffte, sie möglichst schnell wiederzusehen. Wer hat zuerst über die Hochzeit gesprochen? Wir hatten nicht die ganzen Jahre Kontakt. Sag du doch was. Nein, du hast ein besseres Gedächtnis. Aber du wolltest. Wer hat denn den Antrag gemacht? Wie wurde zum ersten Mal über die Hochzeit gesprochen? Sie war 18 und ich sagte zu meinem Anwalt John Branker, kennen Sie Lisa Marie? Er antwortete, nun, ihre Mutter ist meine Klientin. Ich fragte ihn, ob er mit ihr in Verbindung treten könnte, weil ich sie so süß fand. Er lachte nur darüber und sagte, er würde sein Bestes tun. Dann kam er wieder und ich fragte ihn, haben Sie etwas erreicht? Und er sagte, nichts. Ich habe ihm damit die ganze Zeit in den Ohren gelegen. Das nächste, was mir auffiel, war das Titelbild eines Magazins, wo sie als Braut zu sehen war. Das hat mich beinahe in Stücke gerissen, denn ich wollte doch ihr Ehemann sein. Was führte letztendlich zu ihrer Hochzeit? Wer sprach als erster davon? Ich war's. Er, Michael, am Telefon. Da hat er mich zum ersten Mal gefragt. Wir waren seit 4 Monaten zusammen, oder? Jedenfalls haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, nicht in den Zeitungen zu stehen, denn unsere Beziehung lief nicht geheim ab. Wir waren in Las Vegas, in Neverland, einfach überall. Und Sie haben gleich Ja gesagt? Ich war ja seit 4 Monaten solo und als er fragte, was würdest du tun, wenn ich dich bitten würde, mich zu heiraten, da sagte ich, ich würde dich heiraten. Das war ein großes Ja, ich will. Du warst wirklich enthusiastisch. Ich muss euch das fragen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass Heerscharen von Anwälten beschäftigt waren, euren Ehevertrag auszuarbeiten zwischen diesen zwei Vermögen. Gibt es einen Ehevertrag? Wir haben natürlich Schriftstücke ausgearbeitet und unterschrieben, aber das ist streng vertraulich. Es gibt Verträge. Wie ihr wisst, gibt es ja die unterschiedlichsten Reaktionen auf eure Heirat. Sie gehen von Erstaunen über Begeisterung bis Misstrauen. Manche sprechen von einer Zweckehe. Lisa, haben Sie mit Michael über die Anklage gesprochen? Hatten die Beschuldigungen Auswirkungen auf Ihre Hochzeit? Nein, absolut nicht. Ich stand während der ganzen Untersuchung in ständigem Kontakt mit ihm. Ich sprach mit Michael, bevor er verschwand. Ich wollte ihm sogar nach Puerto Rico hinterherfahren, bekam aber einen Anruf, dass er dort nicht sei. Ich gehörte die ganze Zeit zu ihm, auch wenn wir nur telefoniert haben. Haben Sie ihn je gefragt, ob die Anschuldigungen wahr sind?
Nein, das habe ich nicht. Nein, wirklich nicht. Ich möchte an dieser Stelle kurz unterbrechen und werde auf die Hochzeit aber zurückkommen. Entschuldigung, er redet darüber ununterbrochen. Ich brauchte ihn gar nicht zu fragen, ob die Vorwürfe wahr sind. Er schrie am Telefon die ganze Zeit. Ich weiß, dass Sie zu den Vorwürfen seit langer Zeit wieder etwas sagen wollen. Deshalb möchte ich hier auch danach fragen. Aber zuerst möchte ich unseren Zuschauern sagen, es gibt in diesem Gespräch keine Grundregeln. Sie haben mir gesagt, ich kann Sie alles fragen. Ich möchte, dass das jeder verstanden hat, bevor wir damit fortfahren. Ich glaube, ich möchte damit beginnen, sicherzustellen, dass die Ausdrücke klar sind. Sie haben gesagt, Sie könnten niemals einem Kind etwas zuleide tun. Ich möchte so genau wie möglich sein. Haben Sie jemals, so wie dieser Junge behauptet, mit ihm oder irgendeinem anderen Kind sexuellen Kontakt gehabt? Niemals. Nie in meinem Leben könnte ich einem Kind oder sonst jemandem etwas antun. So bin ich nicht. Ich bin noch nicht einmal daran interessiert. Was meinen Sie, sollte man mit jemandem machen, der so etwas tut? Oh Gott. Ich denke, solche Leute brauchen Hilfe in irgendeiner Weise. Was hat es mit den Polizeifotos auf sich? Wie konnte man von diesem Jungen derartige Informationen über solch intime Dinge erfahren? Die Polizeifotos, die Sie von mir gemacht haben, da gab es überhaupt keine Übereinstimmungen mit den Vorwürfen. Nichts. Deswegen sitze ich heute hier mit Ihnen und spreche darüber. Nicht ein Indiz, das die Vorwürfe bestätigt hätte. Wir haben über Indizien geredet. Nein, nicht ein einziges Indiz. Warum wäre ich sonst noch hier? Why am I still here then? Wenn Sie etwas über Indizien wissen wollen, fragen Sie besser mich. Melden Sie sich freiwillig? Nein, Tatsache ist, dass bei Einstellung des Verfahrens keinerlei Übereinstimmungen gefunden wurden, aber darüber wurde nur in ganz kleinen Meldungen berichtet, obwohl das so wichtig ist. So war es halt nicht. Die ganze Sache war eine Lüge. Warum haben Sie sich dann auf diesen Vergleich eingelassen? Und, so sieht es für jeden aus, als hätten Sie eine riesige Summe gezahlt, um die andere Partei zum Schweigen zu kriegen. Ich sprach mit meinen Anwälten und fragte sie, könnt ihr mir garantieren, dass die Gerechtigkeit siegen wird? Und sie sagten, Michael, wir können dir nicht garantieren, dass ein Richter oder eine Jury irgendetwas tut. Und diese Antwort machte mich fast verrückt. Ich war absolut fertig. Und ich dachte mir, ich muss etwas tun, damit ich herauskomme aus diesem Albtraum. All diese Lügen, all diese Leute, die sich von mir bezahlen lassen wollten, und die ganzen negativen Klatschmagazine, alles Lügen, Lügen, Lügen. Also habe ich mich noch einmal mit meinen Beratern zusammengesetzt. Sie rieten mir zu einem außergerichtlichen Vergleich. Bring den Fall so zu Ende, denn diese Sache könnte sich auch noch über 7 Jahre hinziehen. Und ich sagte, bringen wir es hinter uns. Können Sie uns sagen, wie viel das gekostet hat? Es ist nicht das, was die Klatschblätter berichtet haben, nicht diese verrückten Zahlen, aber die einzelnen Punkte des Vertrages sind streng vertraulich. Es ist ihm verboten worden, darüber zu sprechen, über die genauen Vertragsklauseln. Die ganze Prozedur war nicht fair, was Sie mir angetan haben. Es gab nicht ein einziges Indiz, das bewiesen hätte, dass ich schuldig bin. Aber trotzdem durchwühlten Sie meine Räume, sahen sich all meine Bücher, meine Videos, meine privaten Sachen an. Und Sie fanden nichts, 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 das besagt hätte, Michael Jackson hat das getan. Nichts, bis heute nichts, überhaupt nichts, überhaupt nichts. Lassen Sie mich noch einmal ein paar Fragen dazu stellen. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir natürlich auch recherchiert und versucht herauszufinden, ob das, was wir gehört haben, stimmt oder nicht. Es gab Artikel, die wir immer wieder gelesen haben, die besagten, man habe Fotos von Jungen in ihren Räumen gefunden. These reports that we read over and over again, that in your rooms they found photographs of young boys. Nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen, Kinder eben. Aber es heißt doch, dass sie sogar Fotobände von nackten Jungen bei ihnen gefunden hätten. Man sagt... Nein, nein. Das ist also nicht so gewesen? Nein, nicht, auf gar keinen Fall. Die Leute haben mir einfach Dinge geschickt, die ich nicht geöffnet habe. Die Menschen kennen meine Liebe zu Kindern, deshalb schicken sie mir Bücher aus aller Welt, aus Südamerika, Deutschland, Italien, Schweden. Also wenn die Leute sagen, dass man diese Dinge bei ihnen gefunden hat, wenn es Hinweise gibt, dann sollen sie sie verbreiten und der Öffentlichkeit präsentieren. Ja, denn sie würden gar nicht glauben, wie viel Post ich bekomme. Wenn ich sagen würde, ich finde Charlie Chaplin toll, würde ich überschwemmt werden mit allen möglichen Sachen von Charlie Chaplin. Und wenn ich sage, ich liebe Kinder, was ich ja auch tue,
überschwemmen mich meine Fans mit allem über Kinder. Gibt es zurzeit noch andere Vorwürfe von Kindern? Laufen noch weitere Vergleichsverfahren? Wir haben von einem Fall gehört. Kein Fall, mit dem die Staatsanwälte beschäftigt sind. Aber sind Sie wieder einmal in einer unangenehmen Situation? Nein, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Soweit ich weiß, ist jetzt alles wieder in bester Ordnung. Lassen Sie mich das fragen, obwohl ich etwas Probleme habe, es zu formulieren. Ich habe von Menschen aus dem ganzen Land gehört, obwohl ich nochmals betonen muss, dass sie von allen Vorwürfen befreit sind. Gibt es Menschen, die sagen, also dieser Mann ist umgeben von so vielen Dingen, die Kinder lieben. Ein Mann, der unglaublich viel Zeit mit kleinen Jungen verbringt. Was hat ein 36-jähriger Mann im selben Bett mit 12-jährigen Jungen zu suchen? Okay, es sind aber nicht nur Jungen und ich habe nie nur Jungen dazu eingeladen, in mein Zimmer zu kommen. Das ist ja lächerlich, was für eine lächerliche Frage. Aber wenn die Leute das wissen wollen, nun, es macht mir nichts aus zu antworten. Ich habe niemanden gezwungen. Die Kinder lieben mich. Ich liebe sie ja auch. Sie folgen mir einfach. Sie wollen in meiner Nähe sein. Jeder kann in mein Bett kommen. Ich kann dazu etwas sagen. Ich habe es oft beobachtet. Ich habe Kinder gesehen. Ich habe Kinder bei ihm gesehen im letzten Jahr. Ich kann mir also nicht erklären, wie es dazu kommt. Aber mal ganz ehrlich, darf sich ein erwachsener Mann so etwas erlauben? Lassen Sie mich nur kurz ausreden. Ich habe die Kinder gesehen. Sie lassen Michael nicht mal ins Badezimmer gehen, ohne hinter ihm herzulaufen. Sie weichen einfach nicht von seiner Seite und wenn er ins Bett geht, springen sie hinterher. Aber ist es nicht die Aufgabe eines Erwachsenen, der Kinder liebt, zu verhindern, dass sie sich in zweideutige Situationen begeben? Und wir reden hier über einen langen Zeitraum. Würden Sie Ihren eigenen Sohn, wenn er 12 Jahre alt ist, so etwas machen lassen? Wenn ich Michael nicht kennen würde, dann ganz bestimmt nicht. Ich weiß nun einmal, wer er ist und wie er ist. Ich weiß, das ist nicht seine Art und er ist ein echter Kindernarr. Entschuldigung, Sie sind dran. Ich frage mich nur, ist das jetzt tatsächlich vorbei? Sie werden doch sicher dafür sorgen, dass es keine weiteren Übernachtungen gibt, über die man sich zweideutige Gedanken machen kann. Das ist nämlich wirklich das, was die Leute jetzt wissen wollen. Niemand macht sich Gedanken, wenn Kinder in meinem Haus übernachten. Aber ist das jetzt vorbei? Werden Sie in Zukunft darauf achten, dass solche Gerüchte nicht mehr aufkommen? Es ist alles moralisch, alles rein. Ich denke noch nicht einmal in diese Richtung. Das ist nicht meine Art von Liebe. Also würden Sie es wieder tun? Würden Sie wieder ein Kind bei sich übernachten lassen? Ja, natürlich, wenn Sie wollen. Das ist doch nicht verwerflich. Das ist Liebe. Wenn Sie über Sex mit Kindern sprechen, dann ist das verrückt. Das bin ich nicht. Das mag vielleicht irgendein Kerl auf der Straße sein, aber nicht Michael Jackson. Für so etwas interessiere ich mich nicht. Okay, unterbrechen wir an dieser Stelle kurz. Gleich hören wir Elizabeth Taylor. Sie wird darüber reden, was sie sah, als sie mit Ihnen gesprochen hat, damals, als Sie mitten in der Entziehungskur steckten. Sie sprach mit Ihnen, als es Ihnen sehr, sehr schlecht ging. Miss Taylor empfand Ihren Zustand als furchterregend. Über uns Journalisten war sie extrem wütend, denn sie meinte, wir berichteten immer nur über die schlechte Seite einer Person, ohne ihr Engagement für andere zu würdigen. Gerade Sie haben sich ja schon immer sehr für Kinder, auch finanziell, eingesetzt. Wenn er auf Tour ist, besucht er Krankenhäuser, auch ohne, dass die Presse ihm folgt. Darüber weiß dann niemand etwas. Er verkleidet sich dazu und nimmt die Maskerade erst im Krankenhaus wieder ab. Und die Kinder sagen, wow, das ist ja Michael Jackson. Und sie freuen sich. Gab es da keinen Moment, wo Sie sich selber fragten, nachdem Sie gelesen hatten, was in den Zeitungen stand, ist es vielleicht doch wahr? Vielleicht habe ich ihn ja komplett falsch eingeschätzt? Didn't understand who he was. No way. Nicht eine Sekunde. Absolut nicht. Niemals. Ich kenne Michaels Herz, seinen Verstand, seine Seele. Ich bin nicht so unsensibel, besonders ihm gegenüber und anderen Menschen, die ich liebe. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, zu Michael nach Singapur zu fahren? Er ist mein Freund. Er war einsam, er war völlig allein. Er brauchte eben Hilfe. Denn nichts auf der Welt hätte ihn mehr verletzen können, wenn es kalkuliert gewesen wäre, wenn sie ein Attentat geplant hätten. Sie hätten ihn nicht mehr treffen können. Es hat ihm fast sein Herz zerstört. It almost broke his heart.
Sie sagt, sie bemerkte, wie ihr Freund Michael mit Hilfe von Schmerzmitteln vor allem flüchten wollte. Er war sich nicht mehr bewusst, was um ihn herum passierte. Er betäubte lediglich seinen Schmerz. Und das machte mir Angst, denn ich habe selber erlebt, wie es ist und weiß, wie leicht man einem solchen Zustand verfällt, wenn man körperliche und seelische Schmerzen hat. Und er wusste von Anfang an, worauf er sich einließ? Nein, zwar nicht sofort, aber er wusste es. Es gab zu dieser Zeit einige Berichte, dass sie solche Qualen durchlebten, dass sie stark selbstmordgefährdet waren. Ist das wahr? Ich war niemals selbstmordgefährdet. Ich liebe das Leben viel zu sehr, um Selbstmord begehen zu können. Ich bin unverwüstlich. Niemals würde ich mich umbringen. Hat es Ihnen dennoch... Mit gebrochenem Herzen, aber nicht selbstmordgefährdet. Hat es Sie sehr verändert? Ich habe schon mit Ihnen darüber gesprochen, wo Sie gerne leben würden auf der Welt. Hat diese ganze Zeit Ihre Einstellung, in den USA zu leben, verändert? Ich will nicht mehr unbedingt in Amerika bleiben, nein. Aber ich werde immer Neverland haben. Ich liebe Neverland. Ich reagiere sehr empfindlich auf den Smog. Ich kann ihn nicht vertragen. Ich würde gerne ins Ausland gehen, und das werde ich auch tun. Tatsächlich? Ja. Wohin? Das habe ich noch nicht endgültig entschieden. Vielleicht Südafrika oder die Schweiz. Kann ich damit anfangen zu erklären, dass wir nicht in getrennten Häusern leben werden? Das wäre lächerlich. Sorry. Was ich über Europa denke, es ist ein schöner Ort für den Urlaub. Ich möchte dort gerne ein Haus haben. Ja, das wäre völlig genial. Bevor wir uns nun von den Ereignissen der vergangenen zwei Jahre abwenden, wollen wir Ihnen etwas zeigen. Es ist Ihr neues Video mit dem Titel Scream, also Schrei. Dieses Video haben Sie gemeinsam mit Ihrer Schwester Janet aufgenommen. Und in diesem Musikfilm benutzen Sie einige Worte, die für mich als Mit-40erin vielleicht unverständlich sein könnten. Zum Beispiel Verwirrung, Prügel, zum Opfer werden oder hört auf, mich unter Druck zu setzen. Ich fange an zu schreien. Jetzt beginnt Scream. Die Hochzeit von Michael Jackson und Lisa Marie Presley war eine Weltsensation. Als ich die Nachricht an jenem Morgen im Radio hörte, hielt ich es für einen Scherz. Aber es war keiner. Niemand wusste im Vorfeld von dieser Hochzeit. Und so kam es auch, dass kein Fotograf, kein einziges Kamerateam dabei war, als die beiden Ja sagten. Nur ein einziger Freund drehte bei der Heirat in der Karibik ein Privatvideo. Das bislang unveröffentlichte Filmmaterial sehen Sie gleich nach der Werbung. Michael Jackson, History. 30 Songs, über 150 Minuten Musik. 15 seiner größten Hits plus 15 brandneue Songs. Scream, das Duett mit Janet. Be a part of History. Als ich die Meldung von der Hochzeit von Michael Jackson und Lisa Marie Presley bestätigte, hier zum ersten Mal Bilder der geheimen Trauung, da mutmaßte man auf aller Welt über die Gründe. Eine Erklärung lag nahe. Jackson, der Mann, der die Rechte an sämtlichen Beatles-Liedern besitzt, wollte nun auch noch Herr über alle Elvis-Songs werden. Und das hätte er mit der Vermählung mit Elvis' Tochter erreicht. An eine wirkliche Liebesheirat mochte kaum einer glauben. Denn niemals vorher war über eine Beziehung der beiden irgendwo etwas zu lesen gewesen. Nun, genau ein Jahr später, wollen die beiden auch dem letzten zu verstehen geben, wir lieben uns wirklich. Oh, da sehe ich aus wie ein Idiot. Du siehst nicht aus wie ein Idiot, kein bisschen. Soll ich etwas sagen, während wir die Bilder sehen? Nur wenn Sie wirklich mögen. I do.
I do. In the middle, he asks for the autograph. You know, you need more. Huh? No, I need more. Yeah, I did. Fight, but now we're out of time. Congratulations, and then we're gonna do the rings. Thanks. You do it? Yes. How do I know? He asked first. You put it, you put her first, okay? And when you put it, you say, with this ring, I do it. This ring, I do it. Right. And you do it the same thing. When you put his ring, as you say, with this ring, I do it. Nun, ich weiß, dass Sie, Lisa Marie, darüber sprechen möchten. Viele zweifeln an Ihrer Ehe. Ich habe gehört, es soll ein Plan der Scientology-Sekte gewesen sein. Sie waren ja einmal Mitglied dieser Sekte. Dort soll man sie extrem beeinflusst haben. Auch ihr Ex-Ehemann soll Scientologe gewesen sein. Und er soll immer noch eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben spielen. Ihre Hochzeit soll auch nur dazu gedient haben, Michael und sein Geld für die Sekte zu gewinnen. Das ist Quatsch. Tut mir leid, aber das ist einfach lächerlich. Das ist die unsinnigste Behauptung, die ich je gehört habe. Nichts kann einen zu so etwas treiben. Der einzige Grund, warum ich heirate, ist der, ich bin verliebt. Punkt. Fertig. Und das müssen die Leute so fressen, ob sie es glauben oder nicht. Was lieben Sie an Michael am meisten? Ja, was liebe ich an ihm ganz besonders? Alles. Er ist unglaublich. Ich bewundere ihn sehr. Ich respektiere ihn. Ich liebe ihn einfach. Wir schlafen nicht in getrennten Betten. Danke der Nachfrage. Ich liebe wirklich alles an ihm. Und Michael, sind Sie Scientologe? Nein, nein. Planen Sie, der Sekte beizutreten? Ich glaube an Spirituelles, auch an eine höhere Macht, aber ich bin kein Scientologe. Ich lese nur alles, denn ich liebe es, mich weiterzubilden. Sie sagen, Sie schlafen nicht in getrennten Schlafzimmern. An dieser Stelle mache ich jetzt persönlich einen Rückzieher. Denn als seriöse Journalistin werde ich nicht solche intimen Fragen stellen. Aber wir haben Ihre Fans gefragt. Und die hatten alle eine Frage, die Sie ganz brennend interessiert. Haben wir Sex? Hat sie doch gar nicht gesagt. Du weißt doch gar nicht, was sie gefragt hätte. Wollen Sie das nicht fragen? Lasst uns einfach ein oder zwei Fans einspielen. Wir wollen wissen, ob ihr es gemacht habt. Michael, ich weiß, das ist eine intime Frage, aber hast du Sex mit Lisa Marie? Liebt ihr euch wirklich oder befriedigt ihr damit nur die Presse? Seid ihr wirklich intim? Ich kann das nicht fassen. Die Fans sind skeptisch. Ob wir Sex haben? Ja, ja, ja. Wir haben in der Zeitung gelesen, Sie erwarten ein Kind? Nein, noch nicht. Wir sagen auch nicht wann. Das liegt in Gottes Hand. Aber nicht jetzt. Ist es nur eine Zweckehe? Das ist für alle immer die interessanteste Frage. Warum? Warum sollten wir denn nicht viel gemeinsam haben? Warum denn nicht? Sollen wir das etwa alles getürkt haben? Das ist doch lächerlich. Erstens, man kann nicht Tag für Tag mit jemandem zusammenleben. Zweitens, wie sollen wir das 24 Stunden am Tag vorgaukeln, einschlafen, aufwachen und so weiter? Bei uns ist zu Hause alles ganz normal. Wir haben ein Kindermädchen und eine Putzfrau. Meistens ist Michael im Studio und ich in der Küche. Ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber wir benehmen uns wie ganz normale Menschen. Sie gehen auch zusammen einkaufen? Ja, wir gehen sogar einkaufen und wir gehen aus zusammen. Ja, wir streiten uns auch manchmal. About what, may I say? Stimmt es eigentlich, dass Sie Kinder adoptieren wollen? Ja, ich würde wahnsinnig gerne Kinder adoptieren. Das wollte ich schon immer. Kinder aller Rassen, arabische und jüdische Kinder, schwarze Kinder, Kids aus aller Welt. Und was ist mit Lisas Kindern? Wir lieben Lisas Kinder. Wollen Sie sie auch adoptieren? Ich liebe die Kinder. Sie sind süß. Und eine Adoption? Ja, natürlich. Aber Sie haben doch einen biologischen Vater, den es immer noch gibt. Ich liebe Sie und ich glaube, Sie lieben mich. Natürlich tun Sie das. Wir haben sehr viel Spaß. Aber ich habe noch nie etwas davon gehört, dass jemand die Kinder seines Partners adoptiert. Jacksons Videos immer perfekt inszeniert. Doch bei einem seiner neuen Musikfilme hat er übertrieben, so die Meinung vieler Kritiker. Sie werfen Jackson Größenwahn und Kriegsverherrlichung vor.
Ein Video, das sie jetzt produziert haben, löst zurzeit große Diskussionen aus. Vorlage soll der Film Triumph des Willens von der Hitlerfreundin Leni Riefenstahl sein. Und das war ein Nazi-Film mit Nazi-Inhalten. Das stimmt alles nicht. Das ist nicht wahr. Nichts davon ist wahr. Haben Sie den Film denn vorher gesehen? Ich schaue mir alles an. Ich liebe Spielfilme und Dokumentationen, aber das hatte wirklich nichts damit zu tun. Aber die Leute behaupten das. Absolut nicht. Es hat nichts mit Politik, Kommunismus oder Faschismus zu tun. Gar nichts. Aber die Kritiker sagen, das sei die kühnste, eitelste und glorifizierendste Selbstvergötterung, die ein Popsänger jemals produziert hat, ohne dabei das Gesicht zu verziehen. Klasse, gerade das wollte ich. Um zu provozieren? Tja, und sie gingen alle in mein Netz. Ich wollte einfach die ganze Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Aber man sagt, die Symbole aus dem Film sind Symbole des Leids. Nein, die Symbole haben nichts damit zu tun. Es ist nicht politisch, nicht faschistisch. Es geht nicht um Dogmen und nicht um Ideologie. Es geht nur um die reine Liebe. Im Video sieht man keine Panzer und keine Kanonen. Es geht nur um Liebe und um Menschen, die zusammenkommen. Okay, wir schauen mal hinein. Es ist einfach nur Kunst. Der Regisseur wollte damit ein Stück Kunst schaffen. Hier kommt es. Wie gesagt, der Zuschauer wird sich seine eigene Meinung über das Video bilden. Michael, in einem anderen Song wird der Vorwurf des Antisemitismus laut. Nein, das Lied ist auf gar keinen Fall antisemitisch. Ich bin kein Rassist. Ich liebe alle Rassen, von Arabern über Juden, auch Schwarze. In meinem Text spreche ich nur über mich in der Rolle des Opfers. Meine Berater, meine Freunde wie Plattenproduzent David Geffen, Ex-Disney-Chef Jeffrey Katzenberg und Erfolgsregisseur Steven Spielberg. Sie sind alle Juden. Außerdem bin ich in einer jüdischen Gemeinschaft aufgewachsen. Es gibt da noch einen anderen Punkt, der uns alle sehr interessiert. Und ich weiß, auch das ist ein sehr sensibles Thema. Ihre helle Haut und Ihr Make-up. Hat es etwas damit zu tun, weder schwarz noch weiß sein zu wollen? Oder weder wirklich männlich auszusehen, androgyn, asexuell zu sein? Wie wird Ihr Aussehen von Ihnen selbst beeinflusst? Wie kommt das zustande? Das kommt ganz von selbst. Es liegt in meiner Natur. Michael ist ein Künstler. Er hat das Recht, sich ständig zu verändern. Er variiert immer, wandelt sich, will sich immer nur verbessern. Er ist eben ein richtiger Perfektionist. Wenn er etwas sieht, das ihm nicht gefällt, dann muss er es einfach ändern. Punkt. Er hat sich selbst neu geschaffen. Vielleicht werde ich mir hier einen roten Punkt machen und noch zwei zusätzliche Augen auf die Wangen. Wünschen Sie sich eigentlich Ihre alte Hautfarbe zurück? Ob ich meine alte Hautfarbe gerne wieder hätte? Es gibt halt die Natur, aber ich liebe Schwarz. Und ich beneide Lisa. Sie kann sich bräunen, ich kann das nicht. Noch eine ganz wichtige Frage. Werden Sie irgendwann einmal zusammen singen? Nein. Sie singen nicht Lisa Marie? Ich habe mal gesungen, aber das ist nicht der Grund, warum ich Michael geheiratet habe. Ich würde keinen Menschen heiraten, nur um durch ihn Karriere als Sängerin zu machen. Das wäre lächerlich. Das will ich nur klarstellen. Die Zeit geht leider zu Ende. Noch eine Frage. In 5 Jahren, was möchten Sie beide bis dahin erreicht haben? Oh Gott, ich liebe das, was ich jetzt mache, nämlich Kindern zu helfen. Ich möchte, dass Leute wissen, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Sie sollen endlich einsehen, dass wir nicht der Witz der Nation sind. Ich will keine Beleidigungen mehr. Das nervt einfach nur. Das sollte jetzt endlich vorbei sein. We want to choke them.
Glaub nicht all den Müll, der in den Klatschblättern steht. Es ist einfach Quatsch. Lest den Kram nicht. Das ist alles Schwachsinn. Und jetzt genug davon. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war exklusiv mit einer Spezialausgabe. Meine amerikanische Kollegin Diane Sawyer führte das Interview mit Michael und Lisa Marie. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Am Montag sind wir wieder zu unserer regulären Zeit für Sie da, um 18.30 Uhr. Bis dann. No one understands me.